Und zurück in Assassin's Creed, Leute. So, ich habe jetzt in der Zwischenzeit meine Rüstung wieder ein bisschen aufgewertet. Dass wir wieder ein bisschen mehr Damage machen. Schon ein bisschen wenig gewesen jetzt. Schwert ist jetzt auch wieder aktueller 25. So, und jetzt sollen wir mit Irina sprechen. Schauen wir mal, was die Alte hier zu erzählen hat. Bei Aphrodite. Clio kommt besser bald zurück. Gibt es etwas, bei dem euch eine Söldnerin behilflich sein könnte? Woher weißt du, dass ich Hilfe brauche? Antusa hat mir davon erzählt. Clio, eines unserer Mädchen, ist nicht zum Morgengebet erschienen. Sie war auch nicht zu Hause. Ich würde selbst nachforschen, aber ich weiß nicht, was ich alleine erreichen kann. Vielleicht wurde sie entführt. Ich habe mich umgehört. Einer unserer Freier sah, wie Clio auf ein Schiff gebracht wurde. Die Männer waren bewaffnet, er konnte nichts tun. Ich würde gut bezahlen, um sie wiederzubekommen. Bewaffnet. Bring mich zu dem Schiff. Wir holen Clio zurück. Geh das Bildbackgerät an. Schnell, bevor die App haut. Wer glaubst du, hat sie entführt? Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Männer des Hökers eine von uns vornehmen. Los! Schauen wir mal, ob wir die Clio finden. Ella. Langsam, du wirst doch jemanden verletzen. Ach, sieh doch nicht, dann geh zur Seite, Mensch. Keine von uns ist je einfach so verschwunden. Einige fürchten, sie könnten die Nächsten sein. Die finden wir schon. Hoffe ich zumindest. Korinth mag einen schlechten Ruf haben, aber das war nicht immer so. Früher waren wir sicher. Dann kam der Höker. Wir wissen nicht, warum er herkam, aber Korinth geht es schlechter, seit er hier ist. Ja, den erledige ich schon noch. Ja, erstmal ein bisschen hier was anderes machen, Mitch. Ho, ho! Los. Ja, machen wir. Ist das mein Schiff überhaupt? Nee, ist ja gar nicht mein Schiff. Oder? Kann ich nicht schnell segeln? Nein, ich bin doch gar nicht mehr im Hafen, Mensch. Muss ich auch noch irgendwas machen mit dem Dreizack? Da habe ich vorher was gelesen gehabt. Wow! Du willst Wahl oder was? Wa? Heftig. Sie werden gegen mehrere Schiffe kämpfen müssen. Erhöht das Tempo! Wir haben Höchstgeschwindigkeit! Schneller! Es geht voran! Der Ruder!
Wenn das Schiff zerstört wird, stirbt Cleo. Okay, ich muss es glaube ich ändern, oder? Dann. Mich retten? Du hast mein Schiff versenkt, Piratin. Das ist ihr Schiff. Steck das Messer weg. Ich bin eine Freundin. Was meinst du damit? Deine Freundin Irina bezahlt mich, damit ich dich vor diesen Männern rette und zurückbringe. Irina? Ich habe die Besatzung bezahlt, damit sie mich aus Korinth wegbringt. Du willst fliehen? Wovor? Du weißt nicht, was der Höker Menschen antut. Die Dinge, die ich gesehen habe. Korinth ist nicht sicher. Irina dachte, du wärst entführt worden. Sie macht sich große Sorgen um dich. Täte sie das wirklich, würde sie mich gehen lassen. Selbst Antusa kann uns nicht beschützen. Das sieht sie aber anders. Söldnerin, bitte. Wir wollten nach Mykonos, wo es sicher ist. Wenn du mich dorthin bringst, zahle ich dir, was ich der Besatzung gezahlt hätte. Ich bringe dich hin. Wenn wir das nächste Mal in Mykonos anlegen, kannst du von Bord gehen. In der Zwischenzeit, willkommen an Bord. Hab Dank, Söldnerin. So ist es besser, glaub mir. Ja, man soll sie ja nicht gegen ihren Willen. Alter! Ja, das mache ich jetzt aber nicht. Ich würde jetzt gerne wieder zurück. Warte. Hä? Wir könnten eigentlich gleich mal hier reinschauen. Wo sind wir denn über? Ach, da, okay. Wir könnten eigentlich gleich mal da reinschauen, weil... Da wollte ich eh mal reingehen. Da waren wir schon mal drin, da sind wir damals aber nicht reingekommen. Weil wir irgendeine Tür nicht aufbekommen haben. Aber wir haben in der Zwischenzeit unseren Speer abgegradet. Und vielleicht
funktioniert es ja jetzt. Wo sind die blöde Insel da hinten? Kann ich eigentlich hinschwimmen, gell? Warte mal, dann machen wir eine kleine Schnellreise hin. Dann bin ich nämlich gleich drin. Und dann bringen wir die zurück. Das ist eben 800 Meter weg. Dann haben wir diese Quest auch abgeschlossen. Oh, diese Ladezeiten sind echt heftig. Meter, oder? Mykonos, wo ist denn Mykonos? Wir sind da. Ach du Scheiße. Okay, machen wir doch erst ein bisschen später. Das machen wir doch erst später, würde ich sagen. Da fahre ich jetzt nicht extra hin. Höhle der Vergessenen. Hier war ja nichts mehr. Schauen wir mal, ob wir jetzt da reinkommen. Nix. Musst du wieder durchschwimmen? Ja, haben wir den Schatz noch gar nicht gelootet, oder? Doch, den haben wir gelootet. Ich glaube, hier sind wir falsch. Wir müssen dort oben hoch. Das ist bloß der Ausgang gewesen. Wir müssen hier oben irgendwo hoch. Oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Hier war es nicht. War das nicht hier oben irgendwo? Nee. Ja, dann war es doch unten drin. Okay. Ja, genau, hier war es. Und hier sind wir damals nicht reingekommen. Vielleicht kommen wir jetzt rein. Wieder den Vergessenen. Können wir jetzt hier was machen? Da ist irgendein Vieh drinne. Irgendein Vieh. Aber ich komme hier immer noch nicht rein. Warum nicht? Ja, da wird auch die letzte Kiste drin sein. Aber er will uns hier nicht reinlassen. Ah, Leute, schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie man da reinkommt. Ich weiß es nämlich nicht. Weltkarte nicht verfügbar. Wieder raustauchen. Jetzt habe ich gedacht, ich komme da vielleicht schon rein. Weil, wo ich den Speer aufgewertet habe, war es ja auch so eine komische Tür, die ich dann aufmachen konnte. So. Schauen wir mal. Kann ich mich zum Schiff porten? Wahrscheinlich nicht. Oh, Schnellreise.
Ärgerlich. Ich hab Bock da reinzugehen. Ich glaube, da ist bestimmt irgend so ein Troll oder sowas drin. Irgend so ein Riesenvieh. Oder ich brauche noch eine Quest dafür. So. Was ist da los? Warum schreien die so? Meutern die oder was? Alter, was ist hier los? Jetzt ab hier. Warte mal, nicht, dass ich hier falsch rude. Fahr jetzt. Ich will hier hin. Nach Korinth. Genau da will ich hin. Macht schneller! Erhöht das Tempo! Wir nehmen Fahrt auf! Weil in dem. Kannst du nochmal schnell zeigen? In so einem komischen Rätsel ist gestanden. Schauen wir doch mal. Wollte ich suchen, war das hier oben? Nee, da war es nicht. Dann war es das hier. Irgendwas im Dreizack ist da gestanden. Wenn das Meer dir nicht gewogen ist, dann suche einen Dreizack. Der größte wird von der Poseidon-Statue in Korinth gehalten. Du findest mich auf einer seiner Spitzen. Und das ist doch die Statue gewesen, glaube ich, im Hafen, oder? Was wir vorher gesehen haben. Hätte auf jeden Fall einen Dreizack in Hand gehabt. Folgt uns keiner. Genau, wir legen an und dann gehen wir mal zu der Statue. Die hat nämlich einen Dreizack, Leute, seht ihr das? Das sind neutrale Gewässer. Wir gehen hier an Land. Schauen wir mal, ob es da irgendwas gibt, ob ich da richtig gelegen bin. Poseidon, Gott des Meeres, danke, dass du über die Adrastea wachst.
Genau. Zeitenwechsel. Ostraka-Rätsel gelöst. Sehr schön. So, jetzt müssen wir aber mal eine andere Quest nehmen, weil es geht mir sonst auf den Sack, wenn die ganze Zeit da die komische Quest aufleuchtet. Die wir gar nicht machen wollen jetzt. Die machen wir später irgendwann. Dann gehen wir zu der da. Sagen wir einfach, die ist gestorben. Außer er kriegt meine Kohle. Oder sagen die die Wahrheit, dass er keinen Bock auf die hat. Oder auf dich hat. Was ist passiert? Wo ist Cleo? Sie ist in Sicherheit. Deine Freundin ist in Sicherheit. Nur das zählt. Sie ist also wirklich weg. Sie kommt nicht wieder. Nein. Danke. Ich gebe Antusa Bescheid. Dann werde ich morgen wohl allein zum Gebet gehen. Und sie ist wirklich sicher? Du hast mein Wort. Ah. Okay, Quest abgeschlossen. Gut, dann... hier ist ein Fragezeichen, da ist ein Fragezeichen... Gehen wir mal hier schnell hin und dann gehen wir hier so hoch. Und dann wird das Gebiet langsam, aber sicher leer. Ja, die pustet schon. Alles klar. Befehlshaber töten. Oh, das ist immer das Gleiche eigentlich. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Tot und schlimm. So, okay. Und dann müssen wir den Befehlshaber noch killen.
den haben wir gekillt. Sehr schön. Läuft. Hier ist auch noch eine Quest. Ah, das ist die andere Quest, okay. Das ist die Quest, wo die Frau dahin bringen sollen. Aber wie gesagt, das machen wir dann eh automatisch, denke ich. Spätestens, wenn wir dann in das Gebiet fahren später. Aber ich fahre jetzt keine 8000 Meter mit dem Boot durch das Wasser durch. Gar nicht gesehen jetzt. Jetzt reicht es. Ja. Ja. Komm zurück. Ja. Schatz, musst du da oben sein. Okay. So. Und dann gehen wir zur Quest. Freies. Ja komm, wir machen das jetzt. Wir sind 50 Meter weg. Guck mal, ob er so böse ist. Hey, was machst du denn hier? Wie damals von ihrem verrückten Freier sprach und wollte helfen. Schön, aber du machst, was ich sage. Keine Spielchen. Das weiß ich doch, weil du mich niemals Spaß haben lässt. Ich spreche mit damals Freier und sehe, was er zu all dem zu sagen hat. Ich war hier und spionierte. Und ich hörte, wie er mit sich selbst sprach. Er ist komisch. Aber vielleicht hilft es dir ja, wenn ich dir erzähle, was ich gehört habe. Erzähl mal, was er gesagt hat. Lass mich nachdenken. Er sagte, dass er sich heute Abend mit jemandem auf einer Schweinefarm treffen wollte. Das könnte helfen. Vielleicht. Sagte er warum? Um irgendwas abzuholen. Eine Urkunde für Ländereien oder sowas. Na, das ist doch ein Anfang. Was noch? Oh, er sagte einen Namen. Dino Menes. Wer das wohl sein mag. Gut zu wissen. Vielen Dank, Spionenphöbe. Nicht schlecht, hä? Legen wir los. Hör genau zu. Du schleichst dich rein und siehst, was du finden kannst, während ich ihn ablenke. Ich werde leise sein. Gut. Wenn er dich erwischt, lauf direkt aus dem Haus. Wir treffen uns danach. Versprochen? Ich bin bereit. Los geht's. Okay. Sprich mit dem Freier. Wo ist denn der? Der alte Sack, oder was? Kenne ich dich? Nein, aber ich kenne dich. Falls dich Miron schickt, sag ihm, ich gebe ihm sein Geld noch heute Nacht. Niemand schickt mich. Wir müssen reden. Ich weiß, du planst etwas. Etwas? Etwas kann alles sein. Du weißt überhaupt nichts. Du bist bei Feas Schweinehof verabredet.
und triffst dort einen Gleichgesinnten, sagt man. Wo hast du das gehört? Da liegst du falsch, ganz falsch. Du bekommst eine Urkunde über Ländereien. Wofür das Land gebraucht wird, weiß ich nicht. Spionierst du? Was weißt du sonst noch? Raus damit! Du triffst jemanden namens Dino Mache. Eine Frau? Heute Nacht nicht. Vielleicht ein anderer. Ah, der hieß anders. Was? Ich... Warte! Diebe! Diebe! Verschwinde! Wachen! Los doch! Die Lampen nicht hören. Und wieder Kopfgeld, wenn einer wieder mitten mit dem Schwert stehen muss. Was war das für ein Lärm? Damales muss ich nicht länger vor ihrem Freier ängstigen. Das ist nicht, worum sie dich gebeten hatte. Das Problem ist doch erledigt. Aber immerhin konnte ich mich reinschleichen. Guck mal. Zeig mir den Brief. Was steht denn in dem Brief? Wie gemein. Darin steht, wenn er etwas falsch macht, tut man ihm weh. Das dachte ich mir. Es geht noch weiter. Er soll Damales zu einem Ort in Korinth bringen. Hier ist eine Wegbeschreibung. Was ist das für ein Ort? Weiß nicht. Aber ich finde es heraus. Ich bin bereit. Nicht dieses Mal. Lauf zu Damales und warte dort auf mich. Oh, bitte. Du hast heute genug geholfen. Das wird zu gefährlich. Ich komme danach sofort zu dir. Wo sollte er Damales hinbringen? Ein Gefängnis? Dem gehe ich nach. Okay, dann schauen wir doch mal. Ob wir irgendwas finden. Wieder klar. Zwei Söldner, ey. Was soll denn der Scheiß? Eieiei. Weil ich auch keinen Fokus mehr hatte jetzt. Konnte mich nicht mehr heilen. Okay, das müssen wir anders machen. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen.
warte mal, sagen wir uns anders. Wie bezahlen wir zum Beispiel das Kopfgeld? Ist das schon mal weg? Wäre ich zwar wahrscheinlich jetzt eh gleich wieder eins bekommen, aber. Eine Bockwurst jetzt. Hoffentlich ist es nicht das, was ich denke. Verdammt. Was ist das? Was denn das? Eine Haarsträhne. Den Geruch kenne ich. Erwischt! Na schön, du Plagegeist. Wer hat dich geschickt? Was machst du denn hier? Ich wollte helfen. Gib sie her! Löwe, lauf! Keinen Schritt weiter. Mutig von dir, hierher zu kommen. Willst du ein paar Schläge? Der Höker würde sich gern um dich kümmern. Dafür wird er in der Unterwelt verrotten. Wie prüde. Wir sind in Korinth. In diesem Andron ist alles erlaubt. Und der Höker findet Erfüllung. Ihr seid doch beide völlig krank. Ob sie wollen oder nicht. Jedes Opfer unterzieht sich seiner besonderen Behandlung. Ich sag ihm, du meldest dich freiwillig. Du bekommst jetzt meine besondere Behandlung. Ich bring dich um. Hm? Ich hab da nicht viel entgegengesetzt. Okay, dann gehen wir mal zu Damalis und erstatten Bericht. Cassandra, deine kleine Gefährtin war schneller als du. Du bist da. Schon längst. Ich kenne alle Abkürzungen. Tut mir leid, Cassandra. Vergebung vergessen. Ist schon gut. Du hast es gut gemeint. Ich dachte, ich schleich mich rein, so wie vorher. Ich bin froh, dass du es nicht gemacht hast. Bei dem, was da drin war. Was ist denn passiert? Ich komme aus den Lustgemächern des Hökers. Es ist kaum zu glauben. Und genau da solltest du hin. Nein. Doch. Dein Freier wurde gezwungen, dich dort abzuliefern. Und dann fand ich noch dies. Was soll das bedeuten? Es bedeutet, dass der Höker ihn erwischt hat. Er steckt hinter allem hier. Immerhin weiß ich jetzt, wie ich mit ihm umgehen muss und was er wirklich will. Das musst du nicht mehr. Ich habe das erledigt. Ich habe Cassandra gesagt, sie soll das nicht machen. Ach, dazu musste es kommen, dieser Malakas. Was für ein Narr! Der Höker ist der Narr. Und das wird er noch früh genug merken. Den Höker bin ich ja gespannt. Okay, sehr schön. So, was machen wir denn jetzt? Nieder mit dem Höker.
Ist das schon die Endquest hier jetzt in dem Gebiet? Jo, sieht so aus, gell? Fragezeichen sind auch alle weg. Genau, hier war noch ein Fragezeichen, das haben wir noch gemacht. Okay, hier oben wäre noch ein bisschen was Fragezeichenmäßiges. Tal des Pegasus. Da können wir dann nachher nochmal hochschauen. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir den Höker fertig. Oh, da kriegen wir sogar eine Besatzung, einen Skin. Sehr schön. Wir bezahlen nochmal die Kopfgelder. Dann, dass uns hier keiner stirbt, wenn wir den erledigen. Ich hoffe mal, dass wir ihn jetzt erledigen. Das muss ja der Mega-Boss sein, so wie die alle reden hier. Dann schauen wir uns jetzt an, was der drauf hat. Der was kann. Kultisten, was ist in der Nähe? Wie sehe ich denn das? Wie sehe ich denn den Kultistenhinweis? Ich weiß es nicht, Leute. Wie man ihn sieht. Muss ich mit jemandem reden oder so? Das ist, wo sie das stehlen hier, oder? Das Drachen. Ich weiß es nicht, Leute, wie man das sieht. Warte mal, ich hole mal einen Adler raus. Was ist das da? Ich weiß es nicht. Soll ich die mal killen da oder was? Vielleicht ist da was drin. Ich mache mich unsichtbar. Will mir da jemand ein Zeichen geben? Habe ich hier auch nichts. Ich weiß nicht, wie man den blöden Kultistenhinweis findet. Irgendwo muss hier ein Hinweis sein.
Aber wo? War ich doch vorher hier schon auf dem Markt, oder? Da hat sie mir doch das schon mal angezeigt. Ja, genau. Das war genau hier bei dem Schmied. Ja, ein Kultistenes ist in der Nähe. Kein Plan, Leute. Die blöde Hinweis finde. Dein Plan ist aufgegangen. Die Schläger des Hökers haben mich angegriffen. Ich weiß. Ich habe auch gehört, dass sie dir keine Schwierigkeiten machten. Das war nicht mein erster Kampf in Korinth. Auch nicht dein letzter. Wir nehmen uns den Höker im Theater vor. Ich habe für ein korinthisches Drama gesorgt, das keiner vergessen wird. Brasidas sorgt sich, dass dem Tod des Hökers Anarchie folgen könnte. Er will ihn tot sehen. Aber es soll leise geschehen. Der Mann ist weit weg von Sparta. Wir sind in Korinth und machen es auf die Art der Korinther. Ich will ihn zur Höhle bringen. Ich stimme Brasidas zu. Ich sage, wir bringen ihn zur Heiligen Höhle. Das war nicht unser Plan. Der Höker muss beseitigt werden. Wir stellen ihn an einem abgelegenen Ort und er wird sterben. Ein einfacher Handel, weißt du noch? Wenn du darauf bestehst, wir treffen dich bei der Heiligen Höhle. Okay, suche in der Heiligen Höhle in Korinth. So ist er da schon drin, nach dem Höker. Okay. Vielleicht kriege ich ja von dem Kultisten Hinweis dann. Das ist doch jetzt auch hier in der Nähe, oder? Hier haben wir einen Wolf suchen und dann, finde ich den gar nicht. Ostragon Rätsel finden. Schatz plündern. Schauen wir mal, ob wir hier was scannen können. Oh. Schauen wir, wie irgendwelche Schlangen sind. Reise südwestlich von Korinth in das Tal des Urteils, um ein wunderschönes Monster zu finden. Mich findest du auf ihrer Zungenspitze. Doch pass auf, dass ihr Blick dich nicht verzehrt. Südöstlich von Korinth im Tal des Urteils. Tal des Urteils. Wo ist Tal des Urteils? Tal des Richterspruchs? Hier könnte es sein. Muss es hier irgendwo sein? Hier. Okay, das schauen wir uns später an. So, jetzt würde ich sagen, weiter. Können wir hier so viel sehen? Ich sage nicht, da kommt die rein. Nee. Aber hier oben wurde jetzt gerade noch was gesehen, oder? Sorry Leute, aber ich will mal schauen, dass ich so ziemlich alles
mitnehme, was geht. Okay. Du bist das also. Eine Halbgöttin in den verschissenen Straßen Korinths. Du tötest meine Männer? Hilfst den verdammten Parasiten? Ganz genau. Arrogant. Genau wie deine Mutter. Okay, ich hab eine Mutter. Das Güte ist episch. Du wirst nie über diese Straßen herrschen, du Hund. Oh doch, du kannst dein hübsches Gesicht darauf verwetten. Nimm deine dreckigen Hände. Und wenn ich es tue, reiße ich dir den verdammten Kopf ab und schicke ihn dem Kult als Beweis. Wegen dieser kleinen Ladesequenz da. Was? Du kanntest... Oh ja, ich kannte sie. Sie hat nichts als Ärger gemacht. Aber das bekommt sie zurück. Wenn ich mit dir fertig bin, finde ich deine Mutter und bringe ihr deinen verdammten Kopf. Dimas wäre bestimmt sehr gerne hier. Nicht, wenn ich ihr deinen zuerst bringe. Verpiss dich aus meiner Stadt! Sie gehört dir aber nicht länger. Verpiss dich aus meinen Straßen! Oh, das ist ein Kultist. Oh. Wo ist denn der Höker? Sirius? Da unten ist er. Okay. Okay, nochmal kurz Schaden. Na, Höki, na komm mal. Kein Problem. Ich hätte gern noch gesehen, wie dir Dimas das Genick bricht. Mach dich nicht lächerlich. Warte, halt! Die Menschen von Korinth müssen ihn sterben sehen. Anthusa! Schaff ihn weg hier und bring ihn in das Theater. Zeig den Menschen seine Feigheit. Ach, schön. Geh voran. Auf ins Theater.
damit alle sehen, was er wirklich ist. Guck mal, das war jetzt kein Fehler. Höger. Einwohner von Korinth, erblickt das Wiesel, das euer Brot stiehlt, die Plage, die euer Korn verdirbt. Demos wäre enttäuscht von dir. Zeit, genieß deinen Sieg, dann treffen wir uns an einem ruhigen Ort. Ich werde dir sagen, was ich über deine Mutter weiß. Okay. Vielleicht war das der Hinweis auf den Kultisten. Vielleicht war das das, ja. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken. Und endlich kann ich auch mal Alcibiades dankbar sein, weil er dich schickte. Es steckt mehr in ihm, als man vermuten würde. Er wusste, dass du Korinth von diesem Monster befreist. Alle profitieren, alle gewinnen. Du hast dich als wertvolle Geschäftspartnerin erwiesen. Wo wir beim Geschäft sind. Du schuldest mir etwas. Ja, Myrine. Sie kam und verließ Korinth in Eile, doch sie hinterließ bleibenden Eindruck bei mir, wie ein großer Sturm. So ist sie schon immer gewesen. Eine starke Frau, von großer Intensität. Sie suchte ihren Platz hier in Korinth, doch sie fand nicht, wonach sie sich sehnte. Du sprichst gütig von ihr. Du warst ihre Freundin. Vielleicht oberflächlich. Sie war erfüllt von einem Schmerz in ihrem Innern, den niemand durchdringen konnte. Sag mir, wo sie als Sechstes hinging. Und nach Korinth? Wohin ging sie dann? Nun, das weiß ich nicht. Ja, super. Sie muss dir einen Hinweis gegeben haben. Ich glaube nicht, dass sie wusste, wohin sie gehen wollte. Alles, was ich weiß, ist, dass sie beim Würfelspiel ein Schiff gewann. Tücher schuldete ihr wenigstens das. Ich erinnere mich an den Namen des Schiffs. Klang der Sirenen. Klang der Sirenen. Es war berühmt dafür, jedes Hindernis, das Poseidon bereithielt, zu überstehen. Hab Dank, Anthusa. Mögen dich die Götter mit sanftem Blick bedenken. Ja, nicht gerade viel, Besuch aber... Mich jederzeit. Ich halte dich über Korinth auf dem Laufenden. Es scheint, mich erwartet eine interessante Zukunft. So wie mich. Klang der Sirenen. Wenn ich jemanden finden kann, der das Schiff kennt, komme ich ihr langsam. Okay, wir haben neue Hinweise bekommen. Was hat er jetzt gemacht? Da haben wir ganz Hinweise bekommen hier. Die Weise der Mythiker ist schon länger Zeit abwesend. Fehlen so einige Hinweise. Okay, das sind aber alles hohe Levelige. Haben wir hier noch irgendwas? Da unten ist noch was. Okay, dann schauen wir uns noch kurz die Rüstung an.
Fähigkeiten können wir jetzt eh nichts machen. Aber wir könnten das hier ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Speerstufe 5. Alle Speerstufe 5. Okay, lassen wir noch. Müssen vielleicht doch mal in den Baum ein bisschen skillen, aber ich will eigentlich nicht mit dem Bogen spielen. Okay, wir haben auf jeden Fall einen neuen Helm bekommen. Stufe 23 ist aber auf jeden Fall besser. Schaut auch cooler aus. Noch was bekommen? Können wir mal zerlegen. Was haben wir hier noch? Waffen und 1000 Waffen kriegen wir. Okay, wir haben jetzt 5 Fragmente. Wir brauchen, glaube ich, noch 2. Damit wir unseren Speer wieder leveln können. Questmäßig, wie sieht es da aus? Fahren. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle doch einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und wenn ihr mich ein bisschen supporten würdet, natürlich auch. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Reingehauen, ciao, ciao. Euer Andi.